Extraherz. Unsere Themen heute: der Karlsruher Künstler Seba, und Selfies. Ihr habt keine Lust mehr auf die alten Schinken von Rembrandt, Picasso und Monet? Dann haben wir jetzt genau das Richtige für euch, und zwar hier direkt vor unserer Haustür in Karlsruhe. Meine Kollegin Caroline stellt euch den Künstler Seba vor. Also ich male, und Kunst mit dem Begriff bin ich ein bisschen vorsichtig, weil ich habe es nicht studiert. Und allgemein sehe ich das auch so, dass es immer im Auge des Betrachters liegt, ob es jetzt wirklich Kunst ist oder ob es jetzt keine Kunst ist. Ich finde, das sollte jeder für sich selbst irgendwie so den Begriff definieren. Ich finde es schön, wenn jemand sagt, oh, das ist Kunst oder du bist ein Künstler. Aber ich sag lieber, ich bin ein Maler. Ich male eigentlich in fast allen Linien. Inspiriert wurde ich damals natürlich durchs Graffiti. Und da haben wir ja viel Flächen in Karlsruhe, viele legale Möglichkeiten, was sehr schön ist. Und damals auch das besetzte Haus in Karlsruhe, die Ecksteffi, hat mich doch sehr inspiriert. Weil noch vor dem großen Street-Art-Boom, so um die 2005, waren das für mich so die einzigen, die überall Schablonen-Graffitis gemacht haben. Und das fand ich sehr schön, sehr inspirierend. Graffiti ist ja eigentlich sehr Hip-Hop, ist auf jeden Fall ein Bestandteil von der Hip-Hop-Kultur. Und ich feiere die Hip-Hop-Kultur, aber ich war jetzt nie so derjenige, wo ich sagen würde, ich bin Hip-Hop, oder ich war eigentlich auf allen Schienen unterwegs. Ich war auch sehr vom Punkrock inspiriert. Also ich denke mal, dass alles um einen rum einen irgendwie beeinflusst. Also von daher wird bestimmt auch meine Frau und meine Tochter viel dazu beigetragen haben. Vor allem dadurch, dass ich manchmal mich gern, wenn ich mal mich in eine Stimmung versetze und dann auch gern mal düster mal. Das kam dann auch, als meine Tochter kam, so ein bisschen in Konflikt. Also wenn ich dann darüber nachgedacht habe, ob das jetzt was Gutes ist für die Zukunft, wenn ich nur negative Scheiße mal oder auch mal versuche, was Schönes zu malen, also was Ästhetischeres oder was Liebes oder mehr Farbe oder nicht ganz so, sagen wir mal, unterschwellig negativ angehaucht. Ja. Grün mag ich sehr, dunkelgrün, olivgrün, Naturfarben, braune Töne, auch wenn ich sie weniger benutze. Also wenn ich jetzt sage, ich will mit Farben malen, dann greife ich doch ganz gerne zu den grellen Farben, sei es pink oder sei es neongrün. Einfach nur, dass es klatscht und es dann auch wieder so die Kontrastsache. Wenn ich dann wirklich Aufträge habe oder viele Aufträge malen muss, dann geht es mir auch manchmal irgendwann auf die Nerven, dass ich nicht mehr so einfach mal rausgehe, so wie es eigentlich gehört, und ein schönes Konzept mache und was Schönes mal für mich, ohne Druck oder ohne irgendwelche Vorgaben. Das Allerschlimmste ist, wenn man am Einschlafen ist und dann kommen die Bilder automatisch so. Und man wird am liebsten gerade nochmal aufstehen und dann was malen. Das habe ich oft. Zum einen habe ich meine Büchleins, wo ich immer gern reinmache. Und wenn mir da mal dann, wenn ich keine Inspiration habe, blätter ich durch. Und dann ist es oftmals so, dass ich, wenn ich was Cleanes malen will, wie das Bild da hinten, dass ich es dann halt einfach aus dem Buch oft übernehme, wenn ich keine Ideen habe. Und sonst liebe ich es eigentlich daran, dass es einfach sehr spontan ist, dass ich manchmal noch gar nicht weiß, was ich mal. Und ich male ja gern Gesichter, dann fange ich an und dann das nächste Gesicht oder Gesicht im Gesicht und einfach ein bisschen psychedelisch. Und das kann nicht vorher geplant sein, das muss irgendwie spontan entstehen. Wenn ich ein Bild gemalt habe, dann ist immer so der eigene Kritiker da. Also ich hatte einmal wirklich das Gefühl, dass ich gesagt habe, genau so will ich es haben. Aber es sind da doch immer so die Sachen, die Kleinigkeiten am Schluss. Man könnte eigentlich nie auf, und das hätte ich jetzt gern anders oder das hätte ich jetzt gern anders. Man braucht immer ein Weichen, also Bilder am besten nach einem halben Jahr wieder angucken, dass man dann mit einem neutralen Blick drauf geht. Selfies waren der Trend 2013. Habt ihr auch schon welche gemacht?
Selfie. 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 Das Selfie. Ein Phänomen der Jugendkultur. Selfie, was ist denn das? Ein neues Wort für Selbstmachebilder, glaube ich. Man nimmt halt so sein Handy oder so. Dann macht man ein Foto von sich selber. Einen Gesichtsausdruck versuchen hinzubekommen. Die meisten machen Duckface. Ja. Nee, meistens also bearbeite ich sie dann auf Instagram oder so und dann stelle ich sie da hoch. Wir stellen sie auf Facebook oder verschicken. Und das steht auch im Wörterbuch, habe ich gehört. Erst vor wenigen Wochen wurde Selfie zum englischen Wort des Jahres gekürt. Auf Facebook, Twitter oder anderen Social-Media-Plattformen veröffentlicht, verspricht ein Selfie Ruhm und soziale Anerkennung. Das Wort Selfie ist das erste Mal in einem australischen Forum vor circa 10 Jahren aufgetreten. Die Anerkennung, die sie bekommen, wenn sie ein Selfie machen, die kommt ja nicht direkt physisch. Das ist ja metaphysisch über die Anerkennung, die sie in dem Social Network erhalten. Ein Selfie auf der Toilette, das ist cool. Das eine schließt ja das andere nicht aus. Wenn man es betrachtet, so wie man früher Selbstporträts betrachtet hat, natürlich ist das Kunst. Wir werden das Selfie in einigen Jahren in Museen hängen sehen. Wenn Sie das so betrachten, ist auch das Porträt von Van Gogh mit dem abgeschnittenen Ohr ein Selfie. Selfie war underground, ist aber heute ein wichtiger Bestandteil der Gesellschaft. Sie brauchen definitiv ein Selfie, um in zu sein und mitreden zu können, natürlich. Doch was ist das perfekte Selfie? Auf YouTube findet man mittlerweile unzählige Selfie-Tutorials. Und dennoch stößt man immer wieder auf völlig misslungene Bilder. Das muss nicht sein. Wir haben für Sie die perfekte Anleitung. Step 1. Das Duckface. Ein Selfie ist nichts ohne den perfekten Gesichtsausdruck. Wir üben. Spitzen Sie die Lippen. Verbreitern Sie die Lippen. Schieben Sie die Lippen noch weiter vor, aber achten Sie darauf, dass die Oberlippe nicht hinter die Unterlippe zurückrutscht. Unser Tipp für Fortgeschrittene? Ziehen Sie die Wangen ein Stück ein. Dies macht Ihr Gesicht noch gleich viel sweeter. Step 2. Der Winkel. Mit einem traditionellen Winkel würden Sie Ihr Selfie vollkommen ruinieren. Heben Sie Ihren Kopf um ca. 45 Grad in der Vertikalen. Neigen Sie ihn nun um etwa 30 Grad in der Horizontalen. Das Wichtigste zum Schluss, recken Sie Ihr Kinn nach vorn. Das lässt Sie jung und keck erscheinen. Step 3. Die Handstellung. Ein Selfie wird erst zum echten Selfie, wenn Sie ein sogenanntes Peace-Zeichen mit ins Bild bringen. Ballen Sie Daumen, Ringfinger und kleinen Finger zur Faust zusammen. Bringen Sie Zeige und Mittelfinger in einen 25-Grad-Winkel. Bringen Sie nun die Hand in die Nähe Ihres Gesichts. Achten Sie darauf, dass die Handfläche dabei nach außen zeigt. Step 4. Das Foto. Ganz wichtig, Sie benötigen ein Smartphone, optional mit Blitz. Heben Sie das Smartphone in einem 70-Grad-Winkel und leicht seitlich. Verkrampfen Sie sich beim Fotografieren nicht, seien Sie einfach ganz Sie selbst. Spielen Sie mit der Kamera. Step 5. Die Bearbeitung. Ein unbearbeitetes Selfie wäre wie Brot ohne Butter. Toben Sie sich einfach aus. And the final step, Step 6. Share your picture. Laden Sie Ihr Selfie auf Facebook oder Twitter. Und nicht vergessen, Hashtags. Fertig ist Ihr Selfie. Nun müssen Sie nur noch auf die super sweeten Kommentare Ihrer Freunde warten. Kannst du noch mal Selfie sagen, so wie Tschüss? Jetzt? Ja, Tschüss. Selfie. Tschüss, Selfie, oder? Nur Selfie. Okay, Selfie.